Okay, Leute, heftige Story. Ich bin ja gerade mal ein paar Stunden hier in Malaga und auf einmal knallte es ganz laut und ich habe nur gesehen, wie eine Frau vor mir. Willkommen bei Jamie Rosen. Zum ersten Mal komplett alleine verreisen, ohne Freunde, ohne Familie, ohne Reisegruppe. Das ist die Challenge für dieses Abenteuer und es geht nach Malaga, nach Spanien. Und glaubt mir, es fiel mir nicht schwer, dieses graue Wetter in Berlin im Januar zu verlassen. Es geht in knapp 3,5 Stunden, ca. 2250 Kilometer in den Süden. Und was mich in Malaga erwartet, hätte ich zu diesem Zeitpunkt auf... mal den Strand zu sehen. Und ich hätte gar nicht gedacht, dass hier doch so viel los ist. Ich hätte gedacht, im Januar ist der Strand komplett leer, aber es ist auch wirklich wärmer als gedacht. Es fühlt sich auf jeden Fall wärmer an als 18 Grad und ich habe definitiv... Noch ist es auf jeden Fall auch immer sehr, sehr, sehr anstrengend, diese langen Reisen und man kennt sich nicht aus und alles ist verwirrend. Das Busverkehrsnetz ist einfach komplett anders, als man es natürlich kennt, was ja auch schön ist, aber es ist trotzdem verwirrend. Also, das ist mein kleines, aber feines Zimmer für die paar Tage. Ich bin ja insgesamt nur 6 Tage hier. Aber ich muss sagen, dafür, dass das Zimmer so klein ist, ist das Bett echt groß. Das ist ja auch das Wichtigste. Ja, Ausblick, Hauswand, das kenne ich schon irgendwoher. Wer meine anderen Vlogs kennt, der weiß, dass ich sowas hier schon gewohnt bin. Was ich aber cool finde, ist, dass wir einen kleinen Kühlschrank, beziehungsweise ich einen kleinen Kühlschrank hier habe. Hier werde ich auf jeden Fall auch ein bisschen arbeiten. Ich mache ja hier auch Work and Travel. Zeige ich euch noch das Bad. Warum flackert das bitte komisch? Wie eine kleine Dusche. Alles, was man braucht. Übrigens war die größte Herausforderung auf dieser Reise nicht mal das Alleinereisen, sondern ich bin noch nie mit so wenig Gepäck gereist, denn alles, was ich für die 6 Tage Malaga habe, ist in diesem Rucksack. Der sieht jetzt vielleicht in der Kamera groß aus, der ist aber echt nicht groß. Ich habe das aus dem Grund gemacht, weil ich einfach mal erstens mich selber challengen wollte, mich herausfordern wollte, weil zu viel Gepäck einfach, finde ich, zu viel Last ist. Man möchte sich frei bewegen, man möchte schnell an- und abreisen und es ist einfach viel einfacher, wenn man nicht so viel zu schleppen hat. Und zweitens war das Handgepäck nochmal teurer als der Flug selbst. Man kommt mit wenig zurecht und man braucht das meiste überhaupt nicht, was man alles so mitschleppt. Leute, ich habe gesehen, dass man hier in der Unterkunft auch solche Coworking Spaces hat und das hat einfach so einen schönen Ausblick auf die Palme. Leider ist es heute ein bisschen bewölkt, aber hier kann ich mich jetzt schön hinsetzen mit meinem Laptop und in Ruhe arbeiten. Mir schon einen Kaffee geholt und bin hier komplett alleine. Also echt schön. Ja, dann geht's mal an die Arbeit. Malaga ist übrigens die Geburtsstadt vom berühmten Künstler Pablo Picasso und von Schauspieler Antonio Banderas. Und was mir besonders positiv aufgefallen ist, ist, wie farbenfroh alles ist. Sowohl die Alltagsgegenstände als auch die Mode spiegeln einfach das lebensfrohe Land wider. Womit ich allerdings gar nicht klarkam, waren die unendlich vielen verwirrenden Gassen. Doch sie haben mich am Ende an die schönsten Orte geführt. Im Januar ist es auf jeden Fall überall sehr schön leer, was ein Vorteil ist für die Touristenattraktionen. Allerdings kann es auch mal ganz schön windig werden. Durch die ganzen Orangenbäume hat es so schön geduftet und da habe ich direkt Appetit bekommen.
Das Schöne ist, Leute, auch um fast 19 Uhr ist es hier für Januar immer noch sehr, sehr lange hell im Vergleich zu Berlin zum Beispiel, wo es schon irgendwie gefühlt 16 Uhr stockduster ist. Und dadurch kommen einem die Tage auf jeden Fall länger vor. Okay, Leute, heftige Story. Ich bin ja gerade mal ein paar Stunden hier in Malaga und bin dann einfach noch ein bisschen am Hafen lang gelaufen. Und es war alles so schön friedlich. Ich habe den Moment so sehr genossen und auf einmal knallte es ganz laut. Und ich habe nur gesehen, wie eine Frau vor mir, die genau auf einen spitzen Stein gefallen mit dem Kopf. Sie ist irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, sie ist ausgerutscht oder so, aber ist mit dem Hinterkopf genau auf so einen Steinblock, sage ich mal, der auch noch extrem scharfe Kanten hatte, raufgefallen. Und es war sofort alles voller Blut. Natürlich haben die Menschen gleich alle Erste Hilfe geleistet und Krankenwagen gerufen. Das zeigt mir einfach, wie schnell es gehen kann, wie schnell es vorbei sein kann. So von jetzt auf gleich, alles war friedlich an diesem Hafen. Alle Menschen waren gut drauf, man hat die Sonne genossen, die Menschen haben Eis gegessen. Und plötzlich kam dieser laute Knall, die Frau stürzte, Krankenwagen, Blut, alle Leute in Aufregung. Ich werde es leider nie erfahren, was mit dieser Frau war und ob es ihr gut geht. Aber ich kann nur hoffen, dass es ihr gut geht, dass sie wieder gesund wird. Und pass auf jeden Fall immer auf euch auf, Leute. Nach diesem Schock musste ich erstmal raus aus der Stadt und Malaga ist zum Glück sehr nah am Meer gelegen und gut mit Bus und Bahn ausgestattet. Da drüben ganz hinten kommt irgendwann Marokko. Und ich dachte mir, ich lese jetzt erstmal ganz entspannt ein Buch. Aber das Wetter hatte dann irgendwie andere Pläne. Am ersten Tag hat es sich vielleicht noch komisch angefühlt, ganz allein zu reisen, aber ich habe mich so schnell daran gewöhnt und die Vorteile darin gesehen, alles auf eigene Faust erkunden zu können, wann immer und wo ich will. Und man lernt so viel schneller andere Leute und die Kultur kennen. Hier ist alles so schön sauber und ruhig. Es ist so ein niedlicher Ort hier. Torremolinos. Also durch Zufall entdeckt man definitiv die schönsten Orte. Ich bin hier einfach lang gelaufen, bin in irgendeine Tram eingestiegen und habe dann aus dem Fenster diesen Park gesehen und dachte, anhalten, ich muss hier unbedingt raus. Okay, also das ist definitiv ein Vorteil, wenn man im Januar hierher reist. Es ist vielleicht nicht so warm wie im Sommer und es kann auch mal regnen und stürmisch werden, aber es ist einfach alles leer. Hier ist niemand. Ich habe den Park für mich allein. Ich freue mich gerade so sehr. Ich werde mich jetzt hier richtig schön hinsetzen in die Sonne, während es in Deutschland ganz kalt ist. So sehr ich es auch schätze, andere Menschen um mich herum zu haben, so wichtig finde ich es auch, sich ab und zu mal Zeit für sich komplett alleine zu nehmen, in der man nur mit sich und seinen Gedanken ist. Eine weitere Challenge, der ich mich in dieser Reise stellen wollte, ist es, meine Höhenangst zu bekämpfen. Und ich habe gelesen, dass es hier eine Seilbahn geben soll, die quer über die Stadt führt. Und genau da geht's jetzt hin. Okay, Leute, obwohl ich eine Heidenhöhenangst habe, bin ich jetzt zu dieser Seilbahn gefahren, die es hier in Benalmádena wohl geben soll. Und habe schon gelesen online, dass es manchmal ganz schön beängstigend ist, weil das Ding wohl zum Teil ganz schön wackelt und knarrt. Aber ich habe mich jetzt überwunden, also mache ich es jetzt auch. 12 Sekunden später. Nein, Leute, jetzt habe ich mich überwunden und bin bis hierher gefahren und jetzt hat das geschlossen. Macht erst am 17. Februar auf, was ja auch irgendwie klar ist, weil es in dieser Jahreszeit noch sehr stürmisch ist und das Ding dann wahrscheinlich viel zu viel wackelt. Aber es ist trotzdem so ärgerlich, weil ich mich jetzt natürlich gedanklich schon voll drauf eingestellt habe und auch einen sehr langen Weg hierher gefahren bin. Aber so ist es. Beim nächsten Mal noch besser informieren. Hier wäre ich so lang geschwebt, muss ich wohl im Februar nochmal herfliegen. Aber alles Schlechte hat immer was Gutes. Dafür habe ich diesen süßen Hund auf dem Rückweg kennenlernen dürfen. Luna! Luna! Also was mir hier leider echt ein bisschen negativ auffällt, ist, dass man oftmals bei Google Maps oder so sieht, dass die Restaurants geöffnet haben sollen. Dann fährt man extra hin und dann haben sie geschlossen. Also die haben ja auf jeden Fall ganz komische Öffnungszeiten. 10 bis 14 Uhr, dann machen sie Pause und dann öffnen sie irgendwann wieder 19 Uhr. Das muss man dann wohl so nehmen, wie es kommt. Bei mir darf auf jeden Fall keine Reise enden, ohne dass ich Souvenirs geshoppt habe. Das erste, was ich mitgenommen habe, was auch Tradition ist bei mir mittlerweile, einen Kühlschrankmagneten mitgenommen. Hier, diesen Malaga-Kühlschrankmagnet, fand ich ganz süß. Und was auch cool war, da war so ein Laden mit traditionellen, lokalen Süßigkeiten. So, und jetzt machen wir mal unseren Live-Geschmackstest hier von den süßen Mandeln. Ich bin sehr gespannt. Ja. Malaga, wir verstehen uns. Malaga, wir verstehen uns. Ich liebe alles, was irgendwie mit Schokolade zu tun hat.
schön Malaga-Schokolade. Oh mein Gott. Klare Empfehlung, wenn ihr mal nach Malaga kommen solltet, holt euch. Almendras con chocolate y cacao. Ich habe auf jeden Fall heute sehr, sehr viel erlebt und ich kann euch immer nur wieder sagen, wenn man alleine reist, erlebt man das Reisen auf so eine andere Art und Weise. Es ist natürlich oft so, dass ich an meine Schamgrenze gerate, weil ich mich schon damit schwer tue, auf anderen Sprachen zu sprechen, beziehungsweise nicht nur auf anderen Sprachen, sondern überhaupt Menschen anzusprechen, wenn ich eine Frage habe und ich weiterkomme. Aber das Schöne ist daran, dass man so schnell mit so vielen Menschen ins Gespräch kommt. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe sehr, euch konnte dieses Video ein bisschen Inspiration schenken. Das Reisen ist neben dem Musikmachen einfach meine zweite große Leidenschaft und ich hoffe, noch ganz viele Länder der Welt sehen und mit euch teilen zu dürfen.